Wir reagieren heute auf das neueste Pressestatement des Bündnis Sarah Wagenknecht. Das Thema lautet Rammstein-Treffen. Wer zahlt für den Ukraine-Krieg? Und ich muss das BSW hier wirklich loben. Das ist viel besser gestaltet als das letzte Video zu dem Thema. Diesmal ist Sarah Wagenknecht, ihr seht das Thumbnail gerade nicht, aber sie war groß im Thumbnail und der Titel ist so, dass man es auch anklicken will. Dementsprechend hat das Ganze jetzt auch schon 156.000 Aufrufe und nicht mehr so wenige wie das letzte. Ihr erinnert euch ja ans letzte Pressestatement, das war so ein bisschen langweilig gestaltet, sodass da halt weniger Leute drauf geklickt haben, was halt erwartbar ist, wenn man was auf YouTube hochlädt und da nur so ein oranges Schild quasi im Thumbnail ist. In diesem Sinne ist das hier wesentlich besser gestaltet. Dementsprechend, ja, schauen wir uns das jetzt auch an. Uns soll es egal sein. Wir achten ja nicht auf die äußere Form, sondern auf den Inhalt. Aber wenn man was auf YouTube hochlädt, ist das nun einmal leider relevant. Also nochmal obligatorischer Hinweis, wenn ihr meine Videos sehen wollt, dann abonniert mich bitte auf Odyssee oder auf Rumble. Also das sind zwei Apps, die könnt ihr euch auch im App Store runterladen. Und da wird man nicht so leicht zensiert wie auf YouTube. Auf YouTube habe ich vor kurzer Zeit nämlich meinen ersten Strike erhalten. Das heißt, wenn ihr dieses Video hier auf YouTube sehen solltet, dann seht ihr es erst mit einer großen Verspätung. Wenn ihr dieses Video relativ schnell, nachdem es hochgeladen wurde, sehen wollt, dann müsst ihr mich auf Odyssee oder auf Rumble abonnieren. Die Links findet ihr in der Kanalbeschreibung sowie in der Videobeschreibung dieses Videos hier. Ja, ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Und das erste Thema, zu dem ich etwas sagen möchte, ist natürlich das Rammstein-Treffen, das heute begonnen hat und wo es ja wieder um nichts anderes geht als darum, wie organisieren wir Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Also im gesamten Rest der Welt außerhalb der westlichen Hemisphäre hat sich weitgehend herumgesprochen, dass der Ukraine-Krieg sich militärisch nicht beenden lässt. Dennoch ist hier die ja völlig richtige Mahnung von Herrn Mützenich in der letzten Taurus-Debatte, dass es eben, dass wir nicht nur darüber nachdenken sollen, wie man Kriege führen kann, sondern vielleicht auch mal darüber, wie man sie beenden kann, leider folgenlos verhallt. Jetzt geht es in erster Linie darum, sich die Verantwortung für die Bezahlung der Schecks zuzuschieben. Die Amerikaner haben sich ja auch mehr und mehr aus diesem Krieg zurückgezogen, was die Finanzierung angeht. Deutschland ist ohnehin schon, auch schon im letzten Jahr, der größte europäische Waffenlieferant, auch der größte Waffenfinanzier, wahrscheinlich in diesem Jahr sogar der absolut größte. Wir haben im letzten Jahr ja 30 Mal so viel für Waffen für die Ukraine ausgegeben als zum Beispiel Frankreich. Dieses Jahr hat die Ampel äußerste Haushaltsnöte. Es wird diskutiert über ein Moratorium für Sozialleistungen. Es wird gemeckert, dass die Renten zu stark steigen. Es wird über Kürzungen beim Bürgergeld diskutiert. Aber worüber überhaupt nicht auch nur ansatzweise auch nur nachgedacht wird, ist, ob diese vielen, vielen Milliarden, die wir jetzt ja offenbar auch in diesem Jahr wieder für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeben, ob das irgendeinen Sinn und Verstand hat. Die meisten Militärexperten sind ohnehin der Überzeugung, dass was der Ukraine ausgeht, sind nicht in erster Linie die Waffen, sondern sind die einsatzfähigen Soldaten. Auch deshalb, weil über 600.000 junge Männer sich ja inzwischen in die EU begeben haben oder in die EU geflohen sind, weil sie eben für diesen furchtbaren Krieg nicht ihr Leben geben möchten, weil sie nicht verheizt werden möchten an der Front. Die einzigen, die sich eigentlich über solche Debatten freuen können, darauf hat ja auch der Papst richtigerweise hingewiesen, die einzigen, die profitieren von Kriegen, von jedem Krieg, das sind die Waffenschmieden, die Rüstungskonzerne. Rheinmetall hat ja vor kurzem gerade wieder Zahlen vorgelegt. Die sind ja außerordentlich beachtlich. Also sie haben ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum angekündigt und wörtlich hieß es, erstmals in der Konzerngeschichte soll das prognostizierte Umsatzvolumen in diesem Jahr die Größenordnung von 10 Milliarden Euro erreichen. Die Ergebnisrendite liegt bei 14-15%. Im letzten Jahr waren es 12,8%. Also da wird gefeiert, da rollen. So bei Negativwachstum wächst hier ein wichtiges Unternehmen aus der Rüstungsindustrie zweistellig. Also die gesamte Wirtschaft, der gesamte wirtschaftliche Kuchen, der wird kleiner. Die Rüstungsindustrie, die wächst. Also rein logisch bedeutet das, dass irgendwem anders jetzt wirtschaftliche Produktion weggenommen werden muss. Und dreimal dürft ihr raten, wer das sein wird. Das werden die Rentner sein, das werden die Bürgergeldempfänger sein, das werden all jene sein, die niedrige Löhne erhalten.
Es werden nicht die Superreichen sein. Und ihr seht, die Rüstungskonzerne, die feiern gerade richtig Party. Nicht umsonst hatte sich ja der Aktienkurs von Rheinmetall kurz nach Verkündung des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für Aufrüstung in etwa verdoppelt. Also das ist ja innerhalb weniger Tage da gegangen, dass der Aktienkurs von Rheinmetall förmlich explodiert ist. Sogar der Aktienkurs von riesengroßen Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin, die ja weltweit produzieren, selbst der ist um einige Prozent nach oben gegangen nach der Verkündung dieses Aufrüstungsprogramms, was zeigt, dass wir es hier wirklich mit einer Zeitenwende für die Rüstungsindustrie zu tun hat. Die kann sich jetzt auf historisch hohe Renditen freuen, die sie gerade einfährt und die sie in den kommenden Jahren und wahrscheinlich noch Jahrzehnten, wenn sich an dieser katastrophalen Politik nichts ändert, auch einfahren wird. Und wie heißt es so schön? Ich weiß gerade nicht, von wem das Zitat ist, aber die Politik ist der verlängerte Arm der Rüstungsindustrie. Ich glaube, das zeigt dieses Beispiel hier einmal mehr. Da fliegen die Champagnerkorken und Rheinmetall ist natürlich nur ein Beispiel von vielen. Also nicht nur Rheinmetall liefert Waffen, viele andere liefern sie auch. So, wer bezahlt, das ist eben immer noch das Heikle dabei, weil so gerne möchte das am Ende doch keiner. Deswegen hat man ja jetzt den kreativen Vorschlag, die Gewinne aus den eingefrorenen Zentralbankreserven der russischen Zentralbank für die Finanzierung von Waffenlieferungen einzusetzen. Das wird ja in der EU schon länger diskutiert und die Europäische Zentralbank hat bemerkenswerterweise schon im letzten Sommer massiv gewarnt, dass man das doch bitte unterlassen soll, weil die EZB zu Recht darauf hingewiesen hat, dass das natürlich die wirtschaftlichen und auch rechtlichen Grundlagen bedroht, auf denen die internationale Rolle des Euro beruht. Also wörtlich hat sie gewarnt, dass internationale Anleger sich natürlich überlegen könnten, sich dann aus Europa zurückzuziehen, dass der Euro seine Bedeutung als Währungsreserve verlieren könnte. Das war im letzten Sommer, wo es doch sehr deutliche Worte gab der EZB, dass man das nicht machen soll. Dessen ungeachtet scheint es jetzt soweit zu sein, dass tatsächlich diese, zumindest die Gewinne, nicht die Reserven selber, herangezogen werden. Das ist eine offenkundige Enteignung. Und natürlich wird das zur Folge haben, dass sich Länder, die vielleicht also die nicht dem westlichen Block angehören, sehr überlegen werden, ob sie ihre Reserven noch in Euro halten. Schelm, der Böses dabei denkt. Also für den Dollar ist das vielleicht nicht ganz schlecht. Das ist eine interessante Nachricht. Der Dollar hat bei SWIFT-Transaktionen ein Rekordhoch erreicht. Und das liegt nicht daran, dass die Stellung des wäre oder die USA plötzlich so viel mehr Vertrauen genießen würden. Nein, es liegt einzig und allein am Absturz des Euros. Der Euro verliert an Bedeutung und der Dollar gewinnt. Es findet gerade eine riesige wirtschaftliche Umverteilung weg von der EU hin zu den USA statt. Und ja, natürlich haben die USA jedes Interesse daran, den Euro noch weiter zu schwächen. Damit hätten sie schlicht und ergreifend einen Konkurrenten, ein Konkurrenten für eine künftige Weltleitwährung aus dem Weg geräumt. Staaten haben eben nicht Verbündete, Staaten haben Interessen. Diese Wahrheit zeigt sich hier einmal mehr. Da hat Wagenknecht natürlich völlig recht. Sicher um die in Europa festliegenden Zentralbankreserven. Aber ansonsten ist das natürlich eine ziemlich gefährliche Entwicklung. Für Deutschland übrigens auch deshalb, weil von russischer Seite gewarnt wurde, dass auch deutsche Vermögensgüter in Russland konfisziert werden könnten. Also wir gehen hier in eine Weltordnung, wo im Grunde überhaupt nichts mehr an Recht oder auch an Eigentumsrecht, das ist ja eigentlich etwas, was Marktwirtschaften immer sehr hoch halten, aber jetzt in der internationalen Politik einfach nicht mehr beachtet wird. Und das liegt ja in der Kontinuität der Sanktionspolitik insgesamt. Insgesamt 13 Sanktionspakete hat sich die EU bereits auch von den von Joe Biden, von der amerikanischen Administration aufschwatzen lassen. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass diese Sanktionspakete genauso gestrickt sind, dass sie auf jeden Fall die US-Wirtschaft nicht schädigen, die europäische allerdings gravierend. Und die russische eigentlich auch nicht, wenn man sich die Zahlen anguckt. Wir haben ja eine Situation, wo die russische Wirtschaft boomt, die amerikanische Wirtschaft boomt und die deutsche Wirtschaft massiv schrumpft und Europa insgesamt in einer schweren Situation ist und die Abwanderung wichtiger Industrien zu befürchten steht. Also wer sich diese Ergebnisse anguckt,
Er kann eigentlich sehr klar sehen, welche Interessen dahinter stehen. Und es ist offensichtlich nicht das Interesse, den Ukraine-Krieg zu beenden, sondern hier geht es offensichtlich doch um wirtschaftliche Konkurrenzinteressen innerhalb des westlichen Lagers. Und aus irgendwelchen Gründen verstehen die europäischen Regierungen, offensichtlich auch die deutsche Regierung, schlicht nicht, worum es dabei geht, weil auch von der Leyen ist ja eine der treibenden Kräfte bei dieser Zentralbankreservengeschichte. Möchte gerne auch noch was zur Debatte im Inland. Das ist tatsächlich sehr interessant, dass hier bei der EZB mal kompetente Leute sitzen. Ich nehme an, es wird nicht Frau Lagarde sein, aber da werden ein paar Leute sitzen, die sich mit Internetrecht auskennen oder die strategisch denken können und die verstehen, dass das langfristig sehr zum Schaden der Europäischen Union ist, was hier läuft. Dass diese ganzen Sanktionen, die man gegen Russland mitgetragen hat, erst recht die Konfiszierung von Vermögenswerten, dass all das Vertrauen in den Euro, das Vertrauen in die Europäische Union langfristig unterminieren wird. Und dass jeder, der irgendwelche Abkommen mit uns schließen will, es sich erstens dreimal überlegen wird und sich zweitens dann in Washington rückversichern muss. Denn wenn in der US-Regierung irgendeine strategische Entscheidung in die andere Richtung gefällt wird, dann werden die Europäer Gewehr bei Fuß stehen. Das ist jedem klar, der in Zukunft Verträge mit uns schließt. Deswegen werden wir keine guten Konditionen mehr bekommen. Und deswegen ist das langfristig vor allem sehr, sehr schädlich, wenn es zu so einem Vertrauen in so einem massiven Verlust in das Vertrauen der Rechtssicherheit in der EU kommt. Und sagen, soll ich 20.000 Euro lieber einen Dollar umtauschen, fragt einer im Chat. Nein, alles gut. Das ist jetzt für internationale Anleger, für ausländische Zentralbanken, für andere Staaten wichtig. Nicht so, wenn die Wirtschaft ja abstürzt, dann ist das natürlich auch für uns gefährlich und natürlich ist es auch für uns nicht gut, wenn sich die Wirtschaft hier langfristig schlechter entwickelt, aber das heißt jetzt nicht, dass Euros zu Hause irgendwie gefährdet sind, sondern das heißt, dass internationale Anleger sich dreimal überlegen werden, ob sie ihre Devisenreserven in Euro halten oder in Dollar oder gleich in Yuan. Also das wird vor allem die internationale Stellung des Yuans wahrscheinlich verbessern. Zur Debatte um das Bürgergeld, die ja jetzt nochmal von der Union mit einem neuen Vorschlag angeheizt wurde. Ja, die Ausgaben für Bürgergeld steigen. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass viele Unternehmen händeringend nach Fachkräften, nach Beschäftigten suchen und keine finden. Ja, für ein schlichtes Gemüt ergibt sich daraus der Schluss, es muss daran liegen, dass so viele Faulpelze im Bürgergeld festhängen und die müsste man jetzt doch mal ein bisschen auf Trab bringen. Das hat zumindest die CDU sich offenbar als großen Wahlkampfschlager ausgedacht. Das Problem mit solchen Kurzschlüssen ist eben oft, dass sie so schlicht nicht stimmen. Natürlich ist es tatsächlich so, Bürgergeld, schon der Name ist verfehlt, das muss man ja deutlich sagen. Es geht nicht darum, Bürgern Geld zu geben. Es geht darum, dass Menschen, die schuldlos ihre Arbeit verlieren, die erstmal keine neue finden oder die nicht erwerbsfähig sind aus unterschiedlichen Gründen, das gibt es ja auch sogar in großer Zahl, dass diese Menschen abgesichert werden. Das ist eigentlich der Sinn des Sozialstaates. Und das Problem ist, dass diese Absicherung in Deutschland nicht etwa zu hoch, sondern eher deutlich zu niedrig ist. Also für die Menschen, die den Sozialstaat brauchen, die werden in Deutschland in ziemlichem Umfang im Stich gelassen. Darauf hat gerade auch der Europarat hingewiesen, der deutlich kritisiert hat, dass in Deutschland die soziale Ungleichheit besonders groß ist und dass die Armut und die soziale Ausgrenzung im Verhältnis zum Reichtum, also dass das ein massiver Kontrast ist und hat das auch sehr kritisiert. Und ich finde auch, wenn man sich anguckt, dass 2 Millionen Menschen inzwischen in Deutschland von den Tafeln versorgt werden, dann sollte man bitte nicht nur über Sozialmissbrauch, sondern auch mal vielleicht über Armut reden, weil Armut ist in Deutschland ein echtes Problem. Natürlich gibt es auch Sozialmissbrauch. Es gibt das Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit. Da sollte auch sicherlich mehr getan werden. Es ist auch an sich nicht falsch zu sagen, dass Menschen, denen eine zumutbare Arbeit angeboten wird und die arbeitsfähig sind, dass sie diese Arbeit annehmen sollten. Das ist völlig richtig. Die Frage ist nur, was ist eine zumutbare Arbeit? Und da gab es mal Zumutbarkeitskriterien vor der Hartz-IV-Zeit, die sehr vernünftig waren. Da ging es darum, dass jemand eine Arbeit annehmen musste, wenn sie auf dem eigenen Qualifikationsniveau war, wenn auch das Einkommen in etwa dem... Ja, damit das eben nicht dazu dient, um Lohndumping zu subventionieren. Jemand, der ausgebildeter,
jemand, der eben noch der einen Meisterbrief in irgendeinem Handwerk hat, der sollte nicht als Bandarbeiter in die Industrie geschickt werden. Nicht, weil das unter seiner Würde wäre oder so, sondern weil hier einfach billigstes Lohndumping betrieben werden kann, indem massenweise Arbeiter hier in Sektoren gedrängt werden, wo die Arbeitsbedingungen sowieso schon schlecht werden, sind, damit die Konkurrenzsituation noch weiter verschärfen. Also Bandarbeiter für die Industrie, also so ungelernte Tätigkeiten, dafür findet man eigentlich immer Leute. Und wir haben sehr viele Leute in Deutschland, die arbeitslos sind. Die Zahl der Arbeitslosen übersteigt die der offenen Stellen um mehr als das Dreifache. Also zu sagen, hier müsste jetzt jeder diesen Job annehmen, wenn ihm angeboten würde, das ist Unsinn. Das dient einfach nur dazu, um Lohndumping von Seiten des Staates zu unterstützen. Und das sollte nicht staatliches Ziel sein. Schreibt gerade einer im Chat, dann lieber Bürgergeld. Nein, dann lieber genug hochqualifizierte Stellen, die eben den Fähigkeiten der Leute angemessen sind. Also wir hatten in Deutschland ja mal Anfang der 70er tatsächlich Vollbeschäftigung. Damals hatten wir 10-mal so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Also da gab es tatsächlich einen Fachkräftemangel und einen Arbeitskräftemangel. Und das war gut und richtig, dass es das gab. Ein Arbeitskräftemangel sollte das Ziel jeder vernünftigen Wirtschaftspolitik sein. Die Unternehmen sollten um Arbeitskräfte konkurrieren. Sie sollten wirklich jeden, den sie irgendwie finden können, sofort heranziehen, ihm die bestmögliche Ausbildung, ihm das bestmögliche Gehalt zukommen lassen und ihn sofort einstellen und sich nicht die Rosinen rauspicken können und dann bei allen anderen sagen, die sind uns zu unzuverlässig, die haben nicht exakt die richtige Qualifikation, die müssen wir noch weiterbilden, das kostet Geld, da müssen wir höhere Löhne zahlen, all das wollen wir nicht. Nein, die Unternehmen sollten wirklich um Arbeitskräfte konkurrieren müssen, dann verbessern sich nämlich die Bedingungen der Arbeitskräfte. Das sollte das Ziel einer vernünftigen Wirtschaftspolitik sein und auch das sollte das BSW ganz klar kommunizieren. Also diese Debatte, welche Kriterien sind beim Bürgergeld jetzt sinnvoll, okay, ist richtig, was Wagenknecht hier inhaltlich gesagt hat, keine Frage, aber die relevante Debatte, die lautet, wie sichern wir Vollbeschäftigung? Nicht, wie schaffen wir hier, welche Kriterien sollte man hier jetzt genau anlegen? Das ist nicht die relevante Debatte. Die relevante Debatte ist, wie bekommen wir alle in Arbeit, die in Arbeit kommen wollen? Und Sarah Wagenknecht, die wird gleich noch einige andere Dinge erzählen. Ich werde mich an der Stelle mal kurz ausklinken. Ich werde mir noch kurz einen neuen Tee machen. Ihr könnt euch währenddessen das restliche Statement hier ansehen, würde ich an der Stelle mal sagen. Und danach reagieren wir auf 13 Fragen. An der Stelle, während ihr euch hier gleich Sarah Wagenknecht ohne mein nerviges Gesicht hier in der Ecke ansehen werdet, kann ich euch empfehlen, nutzt diese Zeit, um meinen Rumble-Account und meine beiden Accounts auf Odyssee zu abonnieren. Die Links dazu, die findet ihr in meiner Kanalbeschreibung auf YouTube. Schaut da gerne vorbei und abonniert mich dann sowohl auf Odyssee als auch auf Rumble. Es ist wichtig, dass wir unabhängiger von großen Plattformen wie Twitch und YouTube werden. Deswegen abonniert mich bitte auf Odyssee und auf Rumble. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis gleich. Entsprach im Großen und Ganzen, was er vorher hatte. In diesem Sinne sind wir auch dafür, dass Menschen zumutbare Arbeit annehmen und auch annehmen müssen. Aber wir wissen, mit Hartz IV wurden diese Zumutbarkeitsregeln massiv abgesenkt. Dadurch wurde damals Hartz IV zu einem regelrechten Motor, um einen sehr breiten Niedriglohnsektor in Deutschland zu etablieren. Und dieser Niedriglohnsektor, diese niedrigen Löhne, das rächt sich inzwischen, weil es einfach immer mehr Berufe gibt, die früher mal einen normalen, auch anständigen Lebensstandard ermöglicht haben und von denen man heute schlicht nicht mehr leben kann. Und für diese Berufe lassen sich Menschen nicht mehr ausbilden oder sie fliehen aus diesen Berufen. Das ist ein Teil des Fachkräftemangels. Auch sollte man bei der Debatte nicht vergessen, wenn Arbeit sehr billig ist, gibt es für die Unternehmen wenig Anreiz zur Rationalisierung. Und wir haben in Deutschland eine besonders niedrige Entwicklung der Produktivität. Auch das verstärkt natürlich das Fachkräfteproblem. Natürlich gibt es Bereiche, wo man nicht rationalisieren kann, bei Pflege, bei Kita, bei Schulen. Da bräuchten wir tatsächlich mehr Arbeitskräfte. Aber dass Deutschland kein Land von Faulpelzen ist, sieht man auch daran, dass wir, wenn man sich die geleisteten Arbeitsstunden anguckt, so viel arbeiten wie nie zuvor. Also auch das kommt mir in der Debatte ein bisschen zu kurz.
Und wenn man sich die Ausgaben ansieht für Bürgergeld, dann finde ich, und das kann man auch von einer Oppositionspartei wie der Union erwarten, sollte man etwas redlicher mit Zahlen umgehen. Also warum steigen die Ausgaben für Bürgergeld? Zum einen, ja, und das ist bekannt, weil wir eine sehr hohe Zuwanderung haben und die Integration in den Arbeitsmarkt nicht gut funktioniert. Und zum anderen steigen massiv seit Jahren vor allem zwei Teile des Bürgergeldes, nämlich die Ausgaben für Heizung und die Ausgaben für Unterkunft. Das sind die am meisten steigenden Bestandteile des Bürgergelds. Dagegen allerdings kann man nichts tun, indem man Menschen in Arbeit, auch in schlecht bezahlte Arbeit drückt, sondern dagegen könnte man sehr leicht etwas tun, beispielsweise durch einen Mietendeckel. Es ist ja tatsächlich so, dass inzwischen in München wohl Quadratmeter Mieten bis 19 Euro erstattet werden. Das will die Union jetzt dadurch ändern, dass sie sagt, naja, es müssen sich jetzt die Menschen billige Wohnungen suchen. Ich habe ja Herrn Linnemann gesehen, am Sonntag war er im Fernsehen mit der steilen These, also jeder, der eine billigere sucht, der findet auch eine. Also das ist in etwa die Qualität, die wir von Ricarda Lang kennen. Also die Gemeinde in Deutschland haben alle Rentner mindestens 2000 Euro und Herr Linnemann meint also, wenn man in Berlin eine Wohnung sucht, na klar, also wenn man sich ein bisschen bemüht, dann findet man natürlich billigen Wohnraum. Ich glaube, Herr Linnemann hat noch nie im Leben in Berlin eine Wohnung gesucht. Ich weiß nicht, wer ihm seine beschafft hat oder wo der Mann wohnt. Aber ich finde, solche abgehobenen Thesen und solche Politiker, die ausstrahlen, dass sie wirklich überhaupt nichts davon wissen, was die Menschen bewegt, was zum Beispiel los ist, wenn in Berlin eine Wohnung annonciert wird, wie die Schlange ist, die sich da anstellt und wie Menschen, die jetzt zum Beispiel wenig Einkommen haben, dass sie faktisch keine Chance haben oder die viele Kinder haben, das scheint diesen Mann also noch nie berührt zu haben oder scheint ihm noch nie begegnet zu sein. Also ein Mietendeckel und öffentlicher Wohnungsbau, gemeinnütziger Wohnungsbau, bezahlbarer Wohnraum, der zur Verfügung gestellt wird, wäre tatsächlich nicht nur ein Segen für die Menschen, die Wohnungen suchen, sondern würde auch die Hartz-IV-Kosten deutlich nach unten treiben. Also lieber Wohnung bauen als teure Mieten subventionieren, wäre ein kreativer Vorschlag, der aber wahrscheinlich bei der Union auf geschlossene Ohren trifft. Was auch natürlich das Kernthema nach wie vor ist, wenn man über Fachkräftemangel redet, ist natürlich unser Bildungssystem, ist die Qualifizierung von Arbeitslosen. Jeder weiß, die meisten Langzeitarbeitslosen sind eben Menschen, die elementare Fertigkeiten in der Schule nicht gelernt haben. Und der Anteil derer, die das betrifft, steigt in Deutschland. Einen Punkt will ich da auch noch ansprechen, weil das hat natürlich mit der Bürgergelddebatte auch zu tun. Also wenn man sagt, Bürgergeld, ja, setzt teilweise falsche Anreize. Es stimmt, Bürgergeld plus Minijob ist in etwa so viel, als wenn ich zum Mindestlohn einen Vollzeitjob wahrnehme. Aber diesen Missverhältnis kann man natürlich sehr gut dadurch beheben, dass man endlich mal die Mindestlöhne anhebt, weil man von den aktuellen 12,41 Euro ohnehin nicht leben kann. Und apropos Löhne und apropos Renten, schlechte Löhne heißt schlechte Renten. Jetzt ist bekannt geworden, dieses Jahr sollen die Renten um 4,5% steigen. Das ist einigen noch offensichtlich zu viel, also vor allem mancher Politiker, die sich ja hier im Bundestag dieses Jahr eine Diätenerhöhung von 600 Euro gönnen, ist ja der Meinung, die Rentner sind damit überbedient. Ich glaube, auch da weiß man offensichtlich nicht, wie die Lebensrealität der Menschen ist. Auch diese 4,5%, angesichts dessen, wie stark die Lebensmittelpreise und die Energiepreise gestiegen sind, reicht das natürlich vorn und hinten nicht. Es ist eher zu wenig, aber es ist auf keinen Fall zu viel. Aber weil das deutsche Rentensystem eben insgesamt im europäischen Vergleich ein sehr schlechtes Rentensystem ist, haben wir für diese Sitzungswoche einen Antrag vorbereitet, den wir einbringen, wo wir die Bundesregierung auffordern, in Deutschland eine Rentenreform durchzuführen nach dem Vorbild Österreichs, also nicht 200 Milliarden auf dem Aktienmarkt spekulativ anlegen und Hedgefonds spielen, sondern eine solide Rentenreform, so wie sie in Österreich existiert, ein Rentensystem, wo jeder einzahlt, auch Politiker, Selbstständige und Beamte und wo der Durchschnittsrentner am Ende im Schnitt 800 Euro mehr im Monat hat, das beantragen wir im Bundestag. Und ich bin mal sehr gespannt, welche Argumente dagegen ins Feld geführt werden sollen. Ich glaube, die Mehrzahl der Menschen in Deutschland wünscht sich ein solides Rentensystem und keine Casino-Rente. Und vor allem wünschen sie sich, dass sie nicht Angst haben müssen, wovon sie im Alter später leben. Und das ist ja etwas, was viele Menschen in unserem Land bewegt. Herr Puschner.
anknüpfen an den Fachkräftemangel. Wie kommentieren, wie schätzen Sie den aktuellen Spalt zwischen der Bahn und der GDL ein? Diejenigen Rechten, die sagen, alles ist gut, das ist der Vollbildungsausgleich in diesen Zeiten, geht überhaupt nicht, oder hat Herr Wieselski direkt, dass es genau dafür Zeit ist? Na, ich finde schon bemerkenswert, dass in dem Augenblick, wo gestreikt wird, sofort die Ersten darüber reden, dass man jetzt das Streikrecht eindämmen müsse oder einschränken müsse. Also Deutschland ist ja eines der Länder, die eigentlich im Langzeitvergleich relativ wenige Streiks hatten und Streiks haben. Aber ich finde schon, wenn eine Gewerkschaft sagt, natürlich unsere Beschäftigten haben auch einen extremen Stress, es sind ja auch viele Überstunden und es gibt ein Fachkräfteproblem, dann kann man auch den Hebel nutzen, Arbeitsstellen attraktiver zu machen. Also wenn man das zum Beispiel durchsetzen würde, das Argument dagegen ist ja immer, ja, dann haben wir noch stärkeren Mangel an Beschäftigten. Es könnte aber auch umgekehrt sein. Wenn so etwas in einem Bereich durchgesetzt ist, vielleicht ist das sehr attraktiv und es würden sich sehr viele Menschen bewerben. Weil es ist ja bekannt, dass in vielen Bereichen eben auch die extreme Arbeitsbelastung, Arbeitsüberlastung dazu führt, dass Menschen da nicht mehr arbeiten wollen. Und was ich wirklich zutiefst verlogen finde, ist, wenn die Bundesregierung sich jetzt über diesen Streik aufregt in einem staatlichen Unternehmen. Also es wäre ja in der Hoheit der Regierung, das Management der Deutschen Bahn anzuweisen, statt sich Rekordboni auszuschütten für Nullleistung, lieber den Beschäftigten entgegenzukommen und entsprechend zu verhandeln und damit eben nicht das ganze Land immer wieder in die Situation zu bringen, dass Menschen nicht von A nach B kommen, dass sie auch wirklich in ihrem ganz normalen Alltag ja furchtbar unterbrochen sind. Und es ist natürlich kein Zustand, wenn ständig die Züge stillstehen, wenn es ständig Probleme gibt, aber es ist eben umgekehrt auch so, Verspätungen gibt es auch ohne Streik und zwar in Deutschland besonders viele und das hat was mit der engen Personaldecke unter anderem zu tun, natürlich auch mit abgebauten Weichen und mit Kürzungen und mit nicht vorhandenen Investitionen, aber auch mit dem geringen Personalbestand und ich finde die Idee zu versuchen, einen Bereich attraktiver zu machen durch solche Arbeitszeitregeln, wäre den Versuch wert und am Ende, klar, ist das dann auch teurer, das ist richtig, aber wie gesagt, solange man sich leisten kann, Millionenboni auszuschütten für eine wirklich mangelhafte Leistung, sollte man lieber die Beschäftigten besser stellen und ihnen entgegenkommen. Das ist ein Timing. Was? Also ich habe es zum Schluss noch gerade mitbekommen, da ging es gerade um die höheren Löhne. Das Statement muss ich mir vielleicht selber nochmal anhören, wenn ich ein bisschen mehr... Ja, so habt ihr es zumindest mal gehört. Ich habe heute Abend nicht unbegrenzt viel Zeit, deswegen... Habe ich es jetzt halt so laufen lassen, aber das ist ein Timing. Kurz bevor das Video zu Ende ist, 6 Sekunden, tauche ich hier wieder auf. Naja, das war auf jeden Fall, zumindest aus, was ich im ersten Teil gehört habe, sehr, sehr interessant. In diesem Sinne nochmal der Aufruf, unterstützt das BSW. Hier guckt bei Sarah Wagenknecht auf dem Kanal vorbei, guckt beim offiziellen Kanal des BSW vorbei. Und was mich selbst betrifft, abonniert bitte meine Kanäle auch auf Odyssee und auf Rumble. Und nicht nur diesen Kanal hier auf Twitch, denn Twitch, beziehungsweise nicht nur den Kanal hier auf YouTube, wenn ihr es auf YouTube seht und nicht auf Twitch, denn Twitch und YouTube, die sperren gerne kritische Kanäle. Ich habe auf YouTube schon ersten Strike erhalten. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Dominik Reichert von Antispiegel TV. Die wurden komplett von YouTube weggesperrt, ohne konkrete Begründung, ohne irgendwas. Einfach so, ihr verstoßt gegen unsere Richtlinie, wie genau, keine Ahnung. Tschüss, euch wollen wir hier nicht mehr. Also es ist sehr, sehr gefährlich auf YouTube. Also was heißt gefährlich? Es ist sehr, sehr fraglich, wie lange man auf YouTube und Twitch noch Videos veröffentlichen kann. Deswegen folgt mir bitte auch auf anderen Plattformen, damit ihr ja mitbekommt, wenn ich überhaupt was veröffentliche. Aber das, was ich von Sarah Wagenknecht nicht gehört habe, jetzt zumindest die erste Hälfte, gutes Statement. Zweite Hälfte höre ich mir dann selber nochmal an. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.